Oh, Abdi, ich kann nicht mehr. Die wollen mir jetzt ernsthaft sagen, dass das nicht gepatcht ist. Alter, leben die hinterm Mond oder was? Es geht noch. Es geht immer noch, Digga, ich kann nicht mehr. So, mal gucken, wie viel... Genau. Wie viel Cash ich jetzt hier auf New York bekomme, Junge. Am 31. März, Leute, ist schon mein neuer YouTube-Kanal Zocker Let's Play gestartet. Also, guckt mal in die Videobeschreibung, da ist ein Link zum Kanal, falls ihr einen Link braucht. Ansonsten einfach in die Suche eingeben, Zocker Let's Play, wisst ihr Bescheid. Da gibt es ab sofort jeden Tag, Leute. Jeden Tag. Bis Ende des Jahres. Bis Silvester 2023. Jeden Tag ein Video. Jeden Tag eine geile Let's Play-Folge. Es laufen immer zwei Let's Plays gleichzeitig. Immer im Wechsel die Folgen, heute das, morgen das andere, morgen, übermorgen wieder das und so weiter, immer im Wechsel. Alles natürlich, ihr kennt mich, in bester Qualität, ja. Alles nur in 4K, verlustfrei, bla bla bla, bisschen geht nicht mehr, beste Qualität, beste Leben. Also Leute, lasst ein Abo da und Popcorn nicht vergessen, Junge, Popcorn nicht vergessen, wichtig. Moin Leute, was geht? Willkommen zu einem neuen SEKU2 Video. Der Boss ist wieder am Start. Digga, ich hab's geschafft. Ich hab's durchgezogen für euch. Mir ist das ja sowieso egal. Ich hab's durchgezogen für euch, weil ich beweisen wollte, Digga, das funktioniert. Du kannst es schaffen. Ich hab's geschafft. Ich bin Kult 9999. Digga, diese Zahl sieht so gestört aus, Digga. Geisteskrank. Ich hab auch zwischendurch ein paar Aufnahmen gemacht. Wir haben das natürlich alles gestern... Oh, guck mal, ich kann das auch so halten. Guck mal hier, das geht auch. Oha, ich mach einfach so auf Moderator so. Wir haben das natürlich im Discord gemacht, meine lieben Freunde. Und Kuss nochmal an alle, die dabei waren. Und es war so eine, ey, ich muss es auch mal sagen, ne, das war so ein cooles Wochenende. Wann kam der Glitch denn raus? Wann habe ich den denn gepostet? Ah, ich weiß gar nicht mehr. Aber heute ist ja Dienstag. Ach nee, heute ist Mittwoch, okay. Okay, ja stimmt, heute ist Mittwoch. Und mein Rolex-Phone sagt, ihr seht das Video erst nachts. Kann ich nichts für. Ja, ich habe vorhin Windows-Update gemacht. Danach ging hier überhaupt nichts mehr. Das musste ich erstmal wieder reparieren, 3 Stunden lang. Kurs geht raus. Ist auch egal. Auf jeden Fall war das Wochenende und so. Das hat mega Bock gemacht. Mit direkt einfach mal allen, die da jetzt im Discord waren und immer mal hier so mal. Wir haben zwar alle alleine gespielt, aber wir haben alle dasselbe gemacht. Und das war einfach mega cool. Das hat mega Bock gemacht. Und ich sag's euch so, wie es ist. Das ist halt einfach so. Und das ist halt auch schon immer geil in The Crew gewesen. Man konnte, auch obwohl das jetzt ein Glitch ist, richtig schön reingrinden. Und das hat mir echt ein bisschen gefehlt, sag ich so, wie es ist, ne? Weil in Forza habe ich nichts zu grinden. Need for Speed. Guter Witz. Need for Speed, ja genau. Und Motorfest dauert ja noch ein bisschen. Ja, da muss ich noch ein bisschen warten. Und ich sag's, ich hatte so ein richtig geiles Feeling wieder. Das hat richtig Spaß gemacht. Da. Oh, ey, das war so nice, Digga. Das war richtig nice. Egal, ich zeig euch jetzt mal, dass ich Kult natürlich bin. Und ich habe auch nur zwischendurch ein paar Aufnahmen gemacht, ne? Und natürlich habe ich auch eine Aufnahme gemacht, wo ich Kult 999 geworden bin. Erstmal seht ihr jetzt hier, dass ich das auch erreicht habe. Wenn ich jetzt gleich wieder... Wo geht das denn nochmal hier? Warte mal hier, Fahrer, so. Ah, guck mal hier. 9999. Kult 9999. Ja, 10.000 gibt es nicht, weil da ist nämlich Schluss, ne? Ist genau wie mit dem Geld. Geld geht bis 99 Millionen. So, und apropos Geld, ihr seht ja, ich habe gerade auch gar kein Geld. Ich habe auch jetzt Real Talk, ich glaube, oh, ich weiß es nicht, 15 Millionen, 20 Millionen habe ich bestimmt ausgegeben, weil ich schon ein paar Teile kalibriert habe und so, ne? Weil gestern habe ich ein geiles Video noch auf YouTube gesehen, wie man nämlich auch mit dem Glitch Goldteile bekommen kann. Ich glaube, der Typ hieß irgendwie COQQER oder so, keine Ahnung. Auf jeden Fall hatte der ein Video gemacht und das habe ich mir angeguckt und da habe ich gesehen, wow, krass, Goldteile, beste Leben. Und dann habe ich auch noch ein bisschen kalibriert, deswegen habe ich jetzt auch kein Geld mehr, ne? Und mal kurz an die Leute, die nicht verstanden haben, wo jetzt der Geld-Glitch ist. Also erstmal, das seid ihr lost, ne? Also geht euch einfach verbuddeln gehen, ne? Aber jetzt habe ich ja kein Geld, wie ihr gesehen habt, ne? Jetzt kann ich Geld machen. Ja, ich habe das Gefühl, die Hälfte hat das überhaupt nicht kapiert, Digga. Na klar, das war ein Level-Glitch, aber das ist auch gleichzeitig ein Geld-Glitch, Digga. Weil dieses Level würdest du nie im Leben erreichen, Digga. Okay, im Leben schon, aber dann müsstest du den Rest deines Lebens das Spiel zocken, so, ne? Also, an dem Tag, wo ich es erreicht habe, habe ich angefangen mit Kultrang 3700. Und ich sag euch jetzt, wie lange das gedauert hat, und das werdet ihr mir nicht glauben, aber ist mir auch scheißegal, weil da waren genug Leute live im Discord dabei. Kult 3700 bis 10.000 hat original
2 Stunden gedauert. Haben auf die Uhr geguckt. 2 Stunden hat das gedauert. Von 20 Uhr bis 22 Uhr am gestrigen Tag. Und jetzt, wo ist jetzt der Geldglitch? Wenn du jetzt auf Kultpunkte gehst, dann kann ich jetzt hier theoretisch 3.333 Kultpunkte machen auf Reich. Plus, wenn du noch Reich in den Teilen reinmachst, kriegst du nochmal, ja, 7, 14, 21, kriegst du nochmal 21% mehr. Also ungefähr so 360% mehr Cash. Und das ist der Glitch. Wie ihr seht, habe ich jetzt hier natürlich noch immer was auf Nitro so. Das heißt, ich könnte ja jetzt hier, ich habe ja hier oben jetzt nur 3.100. Ich könnte jetzt noch, wie viel ist denn das hier? 50, 100, 150, 175. Ja, ich könnte noch knapp 200 Punkte, könnte ich jetzt hier rausnehmen und die da oben reinmachen. Aber die waren schon immer hier unten drin und da bleiben die auch, weil das ist genug. Wir können das auch gerne mal gleich testen, ja. Ich kann ja mal eine Runde New York fahren. Ich nehme euch da nicht mit, nur für das Ziel. Okay, geil. Aber ihr seht, Jetzt geht's los, jetzt grinde ich Geld. Ich weiß nicht, ob ich das noch, also ich werde definitiv noch die eine oder andere Runde New York fahren. Okay, keine Ahnung, also ob ich jetzt noch die 99 Millionen ergrinden will, weiß ich nicht. Ist ja auch total sinnlos, wenn, dann würde ich es nur für euch machen, so zum, dass ihr seht, okay, geil, der Zocker hat das hingekriegt, ich kann das auch, mache ich, easy, mache ich nach. So, wir werden gleich auch nochmal gucken, ob der Glitch noch funktioniert, eigentlich, also ich hatte das jetzt in keinem Video gesagt, aber es hatte jemand in den Kommentaren gefragt oder im Discord, ich glaube, es war sogar im Discord, und da hatte ich gesagt, ja, Bruder, ich glaube, das wird am 12. Juli gepatcht, das ist ja dann heute, und ja, heute kam auch wieder eine Wartungsarbeit in The Crew rein, es ist nämlich jeden Mittwoch eine Wartungsarbeit, seit 5 Jahren, es gibt immer noch Leute, die das jeden Mittwoch fragen, hä, warum sind die Server down? Deswegen habe ich gedacht, okay, mittwochs müsste rausgepatcht werden und das gucken wir uns gleich mal an, wie das aussieht hier. Aber erstmal wollte ich euch nochmal die Aufnahmen von gestern zeigen. Mega lustig, wie viele Punkte ich da gemacht habe. So, hier labern jetzt noch die ganze Zeit Leute im Hintergrund, das kann ich jetzt nicht, also ich kann es ganz muten, aber dann ist auch wieder zu doof vielleicht. Guck mal hier, guck dir das an. Eine Umdrehung war was? Keine Ahnung. Eine Umdrehung war 130.000, glaube ich sogar, ne? Ich glaube, ein Backflip war bei mir 130.000. Kannst du dir das vorstellen? Stell dir das mal vor. Guck mal, ich habe jetzt hier mal eben 1,7 Millionen, 1,8 Millionen Punkte. Bruder, 2 Millionen Follower. Zieh dir das mal rein. 2,4 Millionen. Aktuell bekommt man im Live Summit of Bronze als Geburtstagsgeschenk quasi, bekommst du 1 Million Follower. Hier habe ich mal eben 3,6 oder 3,8. Seht, dass wie schnell das geht, ne? Das ist total crazy, Digga. 4 Millionen, oh mein Gott. Okay, das wusste ich schon gar nicht. Das wusste ich gar nicht mehr. Okay, krass. Digga, stell dir das mal vor. Ein Backflip oder ein Frontflip, der gibt dir 130 Punkte. Überleg mal, wie oft das New York ist. Einmal New York sind, was war das, 40.000 oder was? Also etwas mehr als dreimal New York mit einem Frontflip oder einem Backflip. Das ist so krank, Digga. So, guck mal, hier habe ich sogar einen neuen Rekord gemacht, glaube ich, oder was? Da hatte ich 6 Millionen, 6,3 Millionen. Krass. So, hier bin ich auch. Guck mal, da bin ich auf 95 aufgestiegen. Und das ist vielleicht auch nochmal wichtig, das wusste ich auch nicht. Das hat sich dann im Discord irgendwann mal aufgeklärt, weil das ein paar Leute schon das Problem hatten. Es sind eher sehr viele Leute auf cool 10.000 bekommen, die das dann direkt im Discord gepostet haben oder mir bei Insta geschickt haben. Sehr nice. Gönne ich euch natürlich, ja. Nicht so wie diese Nichtsgönner hier, die immer sagen, ich hoffe, ihr werdet alle gebannt, Digga. Digga, so nervig, diese Nichtsgönner-Idioten-Söhne, Alter, wirklich, das Spiel ist 5 Jahre alt, es juckt keine Sau mehr, ne? Egal. Auf jeden Fall, das ist das, was ich sagen will, wenn ihr Kult-Level steigert, müsst ihr euch vorstellen, es würdet ihr ein Wasserglas auffüllen, ne? Du hast hier ein Wasserglas, Flasche, füllt's auf und sagen wir mal, Oberflächenspannung ist Kult 9099. Wenn du jetzt aber zu viel reinkippst, dann läuft das Glas über und dann ist es nass, also mehr oder weniger kaputt, ne? Dann musst du ein neues Glas nehmen, weil es ist ja nass. Sagen wir mal, du kannst es nicht trocken machen. Okay, das heißt, du musst gucken, dass ihr am Ende müsst ihr langsamer leveln, ne? Ich habe hier auch zum Beispiel nur 40.000 Punkte oder was gemacht. Ich habe dann immer so eine Umdrehung gemacht und so, ne? Das Ding ist, selbst, wenn, das ist das Problem, wenn du zu viele Kultpunkte eingesetzt hast, wenn du bei einer Umdrehung schon so viel Punkte, also so viel Follower bekommst, dass du quasi die 10.000 erreichst oder überschreiten würdest, ja, das ist schlecht. Das heißt, du müsst dann, entweder müsste man jetzt aufhören, einfach das Spiel neu starten, ne? Aufhören, das Spiel neu starten und dann den Rest legal machen. Oder was ich gemacht habe, ich habe immer eine Umdrehung gemacht und dann eingesammelt, eine Umdrehung gemacht, eingesammelt. Das ging aber auch irgendwann nicht mehr.
Und dann war ich leider auch irgendwann leicht verbuggt. Ich hatte dann die 999, also ich hatte das da stehen, aber es war trotzdem dann verbuggt, weil das war wahrscheinlich ein Tick zu viel oder so. Also musste ich das Spiel neu starten und dann war ich wieder bei 9970 oder so. Dann habe ich mir nochmal Kultpunkte drauf gemacht, aber diesmal nicht so viele. Ich habe, glaube ich, nur 50.000 drauf gemacht. Und dann habe ich nochmal so, keine Ahnung, paar Minuten da rumgemacht, ne, und dann langsam Level gesteigert. Und das letzte Level, das konnte ich auch gar nicht mehr mit den Umdrehungen machen, weil es hätte wieder nicht gepasst. Deswegen habe ich, weil ich brauchte, glaube ich, nur noch 2000 Follower. Und deswegen habe ich da ein Rennen gemacht. So, Ende. Jetzt pass auf. Okay. Jetzt pass auf. 2900 Punkte, das reicht genau. Guck. Oh. Digga. Oh. Da bin ich auch Digga. Gekommen. Lecker. Da bin ich einfach gekommen, Digga. Das war so geil, Junge. Das beste Leben. Warte. Jetzt. Und. Oh mein Gott, Digga. Ah. Oh, geil. Nice. Wow. GG. Das war gestört. Yes, sir. Oh. Einer sagt, ja, genau. Klatsch mal hier, Junge. Was stimmt denn nicht? Ja, klatsch mir jetzt alle. Alle klatschen, Junge. Alle klatschen. Stimmt denn nicht, ey? Okay. Schwingst du gerade dein Ding? Was hat der hier gesagt, was? Alter? Was? Oh, Abdi, ich kann nicht mehr. Ja, okay. Also, es war sehr lustig. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Oh, mein Gott. War mega nice. Ey, jetzt bin ich cool. 9.990. Und wir gucken mal eben schnell noch, ob der Glitch noch geht. Sollte natürlich nicht so sein, weil, wenn die das nicht mitgekriegt haben, ist ja völlig lost, ne? So, ich erkläre den Glitch jetzt natürlich nicht nochmal hier zum 80. Mal, ne? Guckt einfach das Video aufmerksam. Ich weiß auch nicht, warum immer Leute fragen immer rein, wie, ganz ehrlich, ich habe das so gut erklärt, meiner Meinung nach. Viele meinten auch, ich habe das gut erklärt, also, keine Ahnung. Wer das nicht verpiert, dann weiß ich es auch nicht, ne? Wie lange soll ich denn noch erklären, ne? Soll ich 40-Minuten-Video machen oder was, ne? Also ich denke mal, das müsste in Ordnung sein. So, also mein Rennen ist schon mal noch da, ne? Das ist schon komisch, dass das überhaupt noch da ist, ne? Das sollte schon, ey, also meiner Meinung nach müsste sowas gelöscht werden dann auch, ne? Abdi, ich kann nicht mehr. Digga, oh ne. Ah, sorry, so. Okay. Oh mein Gott, das geht ja immer noch. Junge, ich hab ja extra bis gestern Kult 9900 erreicht, weil ich schon gedacht habe, so Bruder, das wird sowas von safe heute gepatcht werden. Nö, ist nicht mal deutlich gepatcht oder was? Die wollen mir jetzt ernsthaft sagen, dass das nicht gepatcht ist. Alter, leben die hinterm Mond oder was? Was stimmt denn nicht, hä? Okay, warte mal, wir testen mal, ob es wirklich noch geht. Wir machen mal ein paar populär hier eben schnell. So, kurz mal 16.000 Dinger auf populär gemacht. Ich sehe schon, Digga, es schreibt halt trotzdem wieder jemand in die Kommentare, warum nicht auf reich, ne? Also Real Talk, ne, wenn das jetzt immer noch geht, ne, dann habe ich den Glauben an alles verloren, Alter, ohne Scheiß. Es geht noch. Es geht immer noch, Digga, ich kann nicht mehr. Warum geht das denn immer noch? Was stimmt denn nicht? What the... Hä? Digga, also Real Talk, ne, nee. Okay, wie es aussieht, es sieht so aus, dass ihr noch weiter glitchen könnt. Ja, okay, nice. Also ich brauch's ja jetzt nicht mehr. Also okay, ich werde es noch, glaube ich, machen dann für Teile. Weil Aerobatik zum Beispiel habe ich jetzt noch nicht gemacht. Das müsste ich noch machen. Ja, dann mach ich doch noch ein paar Teile hier drauf, ey. Ach so, jetzt wolltet ihr noch wissen, wie viel Geld man kriegt auf New York, ne? Oh, ey, da muss ich noch eine ganze Runde in New York fahren, Digga. Och, Mann, ey. Wollt jetzt Feierabend machen hier. Digga, ich habe 3 Stunden den scheiß PC repariert hier. Dreckstechnik, Alter. Ich hasse Technik, Mann. Das war auch, ich sag's dir, das war das allerletzte Mal, dass ich ein Windows-Update gemacht habe, ne? Das letzte Mal. Ey, warte mal, wir müssen ja aus dem Glitch-Zustand am besten noch einmal rausgehen, ne? Nicht, dass am Ende irgendwie Mitte des Rennens ein Fehler auftritt, ey. Dann krieg ich einen Krampf. Also, ich habe jetzt natürlich immer noch nicht alle Punkte auf reich, ne? Das mache ich jetzt auch nicht, weil ein paar will ich immer auf Nitro lassen und fertig, ne? Also, ihr seht jetzt nicht das Maximale, was geht. Ihr könnt auf jeden Fall noch mehr machen, ne? Und ich habe noch einen coolen Tipp, der mir gestern so eingefallen ist, worüber ich, das hätte ich jetzt so nie gemacht, weil man das eigentlich nie machen würde, eigentlich. Eigentlich nie eigentlich. Ja, genau, richtig. Perfekt. Deutsch ist heute wieder richtig perfekt. Perfekt on point, Digga. Auf jeden Fall, das kam auch wieder einfach nur durch den Discord, ne? Weil mich das auf die Idee gebracht hat gestern. Und zwar, also wir fahren jetzt hier nicht die ganze Runde, ne? Das ist schon mal klar, ne? Ihr braucht euch das jetzt nicht hier nochmal eine halbe Stunde angucken, keine Sorge. Ich will das nur kurz erklären. Hat nämlich, warum? Discord, ich glaube, gestern auch oder vorgestern, keine Ahnung.
jemand, der schon auf 9000 war, hat dann gesagt, ja okay, dann mache ich mir jetzt erstmal hier einen Ruhmmagnet für Hypercar. Dann hat auch erstmal mein Gehirn so kurz ausgesetzt und dann dachte ich so, warte mal, wieso? Wieso machst du denn jetzt das, ne? Weil du brauchst ja keine Follower mehr, also was willst du mit einem Ruhmmagnet, ne? Und dann sagte er, ja, aber zum Geld grinden, ne? Ich sag, ja, aber der bringt dir ja nur doppelte Follower und nicht doppeltes Geld, ne? Also du müsstest ja dann die Perks halt, ne? Also normalerweise macht man ja einen Ruhmmagnet mit den Perks populär und reich. Und das hätte der jetzt auch so gemacht. Und da habe ich aber gedacht, so, Bruder, warte doch mal, wir brauchen doch gar keine Follower mehr, ne? Wenn du dir jetzt schon so ein Set machst, dann macht ihr doch ein Set. Und jetzt ist jetzt das, was ich euch mitgeben will. Das habe ich mir jetzt auch gemacht, aber es ist leider noch nicht perfekt fertig. Macht euch ein Set, ein Nitro-Mischer-Set, kein Ruhmmagnet. Ein Nitro-Mischer-Set und zwar kein normales Nitro-Mischer-Set. Normalerweise, wenn ihr ein Rennen fahren wollt und ihr wollt eine gute Zeit haben, so wie im Live-Summit oder so, dann nehmt ihr ein normales Nitro-Mischer-Set, ne, mit extra Portionen pur. Und zum Grinden ist eine coole Idee, glaube ich. Zum Grinden könnte man sich ein Nitro-Mischer-Set machen, wo reich drin ist und dann als zweites immer pur und abwechselnd dann extra Portionen, ne? Also im ersten Teil zum Beispiel dann reich und pur, im zweiten Teil reich und extra Portionen, dann wieder reich und pur, reich und extra Portionen. Das ist ja viel schlauer, weil dann hast du ja viel Nitro, bist also auch schneller am Ziel und kriegst ja trotzdem mehr Geld. Follower brauchst du ja nicht. Voll geil, ne? Okay, ansonsten noch eine Sache, weil Leute schreiben immer wieder in die Kommentare rein auch, dass die Kultpunkte nicht bekommen. Keine Ahnung, die erstellen sich dann irgendwie ein Rennen, machen das, also so ein kurzes Rennen, machen das dann, kriegen aber diese gefakten Kultpunkte nicht. Wenn das bei euch nicht geht, dann sucht halt ein Rennen, was auch 0 Kilometer lang ist und fahrt das mal oder fahrt mal ein paar Rennen, die 0 Kilometer lang sind und dann könnt ihr mal gucken, ob es geht. Wenn es nämlich dann immer noch nicht geht, dann heißt das nicht, dass der Glitch gepatcht ist, Leute, ne? Dann macht einfach mal Folgendes. Das könnt ihr übrigens auch machen. Also anderes Problem war nämlich noch, jemand hatte die gefakten Coolpunkte zwar bekommen, hat dann aber aus Versehen auf der PlayStation die Viereck-Taste gedrückt. Oder auf der Xbox ist das die X-Taste. Um die ganze Seite leer zu machen, damit alles zurückgesetzt wird. Und da habt ihr ein Problem, weil dann ist es auch wieder verbuggt. Wenn ihr diese beiden Sachen habt, macht doch einfach mal Folgendes. Ihr schließt das Spiel und ich meine nicht irgendwie hier in den Startbildschirm zu gehen, sondern richtig das Spiel schließen oder beenden, wie auch immer das bei PlayStation heißt, keine Ahnung. Punkt Nummer 2, die Konsole richtig runterfahren und dann macht ihr mal, oder dann zieht ihr mal das Stromkabel aus der PlayStation hinten raus oder aus der Xbox, es spielt keine Rolle, wo ihr das macht. Und dann geht ihr zu eurem Router, zu eurem WLAN-Router, zu eurem Router halt. Und dann macht ihr das gleiche da auch. Ihr zieht da auch den Stromstecker raus. Und dann wartet ihr mal so mindestens eine Minute, vielleicht sogar 2 Minuten oder 3 Minuten. Einfach mal warten. Ne? Kurz mal einen abseilen gehen und fertig. Dann kommst du wieder. Stromkabel überall wieder reinstecken. Dann musst du eh nochmal 5 bis 10 Minuten warten, bis das Ding ja Internet wieder am Start hat. Dann machst du die Konsole wieder an. Dann kannst du auch noch den Cache löschen. Eigentlich sollte das gelöscht sein. Auf Xbox kann ich es euch zeigen. Ja, da macht ihr jetzt hier Optionstaste. Spiel und Add-ons verwalten. Dann geht ihr auf gespeicherte Daten. Und das, was hier ist, das müsst ihr dann löschen. Ja, okay. Das geht bei PlayStation auch. Ich weiß nicht, ob das dann genauso geht. Keine Ahnung. Im Prinzip sollte der Cache dann jetzt eh gelöscht sein. Aber könnt ihr ja mal gucken. Falls ihr das nicht hinkriegt, ist auch nicht so schlimm. Ne? Müsste auch so gehen. Aber ist nochmal so ein extra Tipp obendrauf. Ne? Kann man mal machen. Auf PlayStation kannst du zum Beispiel auch nochmal Datenbanken neu aufbauen, irgendwo in den Einstellungen. Wenn ihr das alles gemacht habt, dann sollte es wieder gehen. Es muss eigentlich dann wieder gehen. Und wenn der Glitch gepatcht ist, dann braucht ihr euch keine Sorgen machen. Ich schreibe das als angepinnten Kommentar direkt in das Video rein. Also, ne, nur weil das bei euch irgendwas nicht funktioniert oder weil ihr irgendwas falsch gemacht habt oder weil ihr das Video einfach nicht oft zu Ende gucken wolltet, heißt das nicht, dass das nicht geht, Digga. Ne? Ja, guck mal, was für ein Wichser, ne? Er wartet erst so, und dann dachte ich, okay, jetzt kann ich vorbeifahren und dann fährt er einfach mal wieder los, ne? Ach komm, wir sehen uns am Ziel, ne? So, mal gucken, wie viel... Genau. Wie viel Cash ich jetzt hier auf New York bekomme, Junge? Boah, ich war ultra langsam. Meine Güte, was habe ich gemacht, ey? Okay, wir haben am Anfang ein bisschen rumgepimmelt, ne? Junge, fast 1,4 Millionen... Digga, ist das gestört, ne? Und ich habe ja noch nicht mal alles auf reich gemacht. Da geht ja noch mehr, ne? Bruder.
Ja, wie gesagt, mir ist eh egal. Auf meinem Main-Account habe ich meine 3000 Spielstunden gezockt und da habe ich alles, was ich will und so. Aber jetzt für hier ist es eigentlich ganz lustig. Okay, Leute, wir sehen uns. Macht's gut, haut rein, neue Zocker. Ciao, ciao.